Hallo und herzlich willkommen bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder eine Produktpräsentation von der Firma Fissmann. Wir haben einen Niederbordwagen und einen Unimog am Start und das zusammen ergibt dieses wunderschöne Bild. Die zwei Sachen können sehr viel. Darüber wollen wir jetzt heute berichten. Ihr kennt es, gleich etwas zum Vorbild, dann folgt das Modell, dann gehen wir in die freie Wildbahn, wo wir uns die gesamten Funktionen dieses Modells anschauen und anhören werden und zum Schluss dann mein Schlusswort. Beginnen wir also mit dem Vorbild. Da sei jetzt gesagt, dass ich nur auf den Unimog eingehen werde, denn den Niederbordwagen, den wir jetzt hier in der aktuellen gelben Lackierung sehen, über den haben wir schon berichtet vor ein paar Videos und zwar ist es exakt der gleiche Niederbordwagen. Er ist mit Sound ausgestattet, er hat den patentierten Niederflurantrieb verbaut hier unten drunter und er hat den Energiespeicher an Bord, er ist Railcom-fähig, wie gesagt, falls euch da noch die Informationen fehlen, gerne einmal das Video anklicken, den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wir haben den Niederbordwagen damals in der etwas älteren Lackierung braun vorgestellt. Jetzt haben wir hier die aktuelle DB-Netz-Lackierung in Signalgelb. Wir haben auch eine Ladung mit an Bord, die aus zwei Trommeln besteht, wo Fahrdraht aufgewickelt ist und zwei Vorrichtungen, einmal hier links und einmal hier rechts, wo das Ganze dann abgewickelt wird. So spannt man im Prinzip im Vorbild die Oberleitung. Der Wagen wird praktisch an die Stelle rangiert, wo die Oberleitung installiert werden soll. Und dann gibt es hier hinter noch einen Wagen, den rangiert man normalerweise dann immer mit dem anderen zusammen. Den gibt es auch im Zubehör mit der Artikelnummer 26262. Das ist ein Niederbordwagen mit Arbeitsbühne von DB Gleisbau und da stehen dann sozusagen die Arbeiter drauf und fummeln den Draht dann praktisch da oben hin, wo er hin soll. Also wie gesagt, die Niederbordwagen, den werden wir jetzt erstmal mal außen vor lassen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das eigentliche Zugpferd, was bei uns jetzt nur ein Standmodell ist, denn der eigentliche Antrieb kommt ja von dem Niederbordwagen und schauen uns diesen Unimog hier etwas genauer an. Wir haben hier einen Unimog der Baureihe 427 und die Baureihe 427 ersetzte ab 1988 ihre Vorgängerbaureihen 424. Äußerlich fast unverändert wurde die Baureihe technisch modernisiert und mit der neuen Motorengeneration ausgestattet, nämlich mit der Baureihe OM 366, die den Motorentyp OM 352 dann beherbergte. Bis 2003 in der Produktion wurden sage und schreibe 16.401 Unimog in 13 Baumustern gefertigt. Unser Unimog hier, der Baureihe 427, schlägt mit 2.274 Stück zu Buche. Dann kam die Zeit, dass man sich etwas überlegt hat im Bereich Zweiwegefahrzeuge und natürlich fiel die Wahl relativ schnell auf den Unimog und so begann man zu experimentieren und so war es dann eine riesengroße Innovation, als dann der Unimog als Zweiwegefahrzeug erschien. Und zwar nannte man ihn den Railstar 2000 der Firma Zweiweg aus Leichlingen, die zur Zago-Grippe gehört. Als Basisfahrzeug, wie wir ihn jetzt hier auch sehen, dient ein U1600 der Baureihe 427 mit 240 PS Leistung. Die maximale Zugkraft des Unimogs, man höre und staune, beträgt 85 kN bei einer erlaubten Anhängelast von 1200 Tonnen. Die Besonderheit bei unserem Unimog hier ist der umlaufende Rahmen, den wir hier auch sehen, der auch im Modell sehr gut umgesetzt ist. Und dieser umlaufende Rahmen erlaubt dabei gegenüber herkömmlichen Unimog-Zweiwegefahrzeugen eine deutliche Erhöhung der zulässigen aufzunehmenden Druck- und Zugkräfte. Dies ermöglicht auch das uneingeschränkte Einstellen dieses Fahrzeuges in den Rangierdienst. An Front und Heck befinden sich Pufferplatten, auch hier im Modell sehr schön umgesetzt. Das An- und Abkoppeln im Rangierbetrieb erfolgt über schwenkbare automatische Kuppelstangen und die sehen wir hier auch im Modell sehr gut, damit ist nämlich der Niederbordwagen angekuppelt. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 12.500 Kilogramm, der kleinste befahrbare Gleisradius beträgt 50 Meter und das Abbremsen des Fahrzeuges im Rangieren erfolgt über die aufgebauten Waggonbremsanlagen. Und damit sind wir am Schluss angekommen, was das Vorbild angeht. Wie gesagt, hier nur der Fokus auf unseren Unimog hier vorne.
Den Niederbordwagen, den haben wir, wie gesagt, schon in einem vorherigen Video ausreichend vorgestellt. Auch hier zu den Kabeltrommeln habe ich gerade eben euch auch schon was gesagt. Übrigens hier ganz cool, dass Fissmann das so konstruiert hat, dass es passgenau auf die Ladefläche passt. So kann es nämlich nicht hin und her rutschen, weder seitwärts noch horizontal. Und das ist auch eine gute Sache. Solltet ihr jetzt noch was zu dem Niederbordwagen wissen wollen, gerne auf das Video klicken unten in der Videobeschreibung. Und wir kommen jetzt zu unserem 1:87er Modell. Beim Modell in 1:87 beschränken wir uns auch erst einmal nur auf den Unimog. Wie eben schon gesagt, eingangs des Videos, es ist ein Standmodell, das heißt, der Unimog hat weder Antrieb noch irgendetwas, es ist ein reines Standmodell. Lediglich über den Niederbordwagen mit dem patentierten Niederflurantrieb von der Firma Fissmann kommt das alles zum Rollen. Deswegen verlieren wir jetzt auch nur ganz kurz ein paar Worte zu dem Niederbordwagen. Wir haben halt hier den Unimog mit einem Niederbordwagen. Das ist die Artikelnummer 2680 von Fissmann. Und beim Niederbordwagen haben wir als Zuladung die zwei Kabeltrommeln mit Fahrdraht bespannt und haben den Fahrdraht auch links und rechts auch schon über die Abrollhilfen schon drüber gelegt. Das sieht man hier ganz schön. Und damit werden dann im Vorbild die Oberleitungen gespannt. Das Ganze ist halt rausnehmbar, das kann man dann auf Seite legen, falls man etwas anderes drauf haben möchte, oder. Wir haben hier die Niederbordwagen in der aktuellen Verkehrs- bzw. signalgelben Lackierung gehalten. Ich drehe ihn mal um. Wir haben nämlich hier im Gegensatz zu unserem Niederbordwagen, den wir schon vorgestellt haben, haben wir die Zusatzscheinwerfern direkt verbaut, wo wir einmal außen das Spitzenlicht haben und in der Mitte das rote Schlusssignal haben. Hier hinten auch wieder NEM-Kupplungsschacht nach 362 mit Kurzkupplungskinematik. Wir haben Railcom-fähig an Bord. Wir haben einen Pufferkondensator und hier, ich zeige Ihnen auch nochmal, den patentierten Niederflurantrieb mit Sound. Sound ist natürlich hier standardmäßig der Diesel-Sound, weil der Unimog fährt halt mit Diesel und nicht mit Dampf. So, kommen wir vorne zum Unimog. Hier haben wir erst einmal die Kupplungsstange im Detail. Sie ist sehr schön gelungen, also dem Vorbild exakt so abgenommen. Und das, was ich hier hervorragend finde, in dieser Kuppelstange hat Fissmann die gesamten elektrischen Kabel versteckt, die hier vorne zum Unimog gehen. Denn, wenn wir uns jetzt diesen anschauen, haben wir erst einmal vorne und hinten die Puffer, Teller mit den Puffern dazu, vorne und hinten auch Bremsschläuche. Wir haben hier vorne ebenfalls diese Scheinwerfer, einmal außen Spitzenlicht, einmal innen Schlusslicht. Hier oben ein Zusatzlicht, denn das Spitzenlicht muss immer drei Leuchten in Form eines A's sein. Wir haben das Rundumlicht und wir haben sogar innen drin ein Püppi sitzen, ich sage immer Püppi dazu, also sprich ein Arbeiter, ein Fahrer und der hat sogar eine Kabinenbeleuchtung. Und diese ganzen Funktionen werden über die Kabel gesteuert, die hier komplett versteckt durch die Kupplung gehen. Das heißt, wir haben Spitzenbeleuchtung, wir haben Schlussbeleuchtung in LED-Technik, wir haben hier oben das Rundumlicht ebenfalls mit LED versehen und wir haben hier auch eine LED-Kabinenbeleuchtung. Und das alles in so einem kleinen Unimog untergebracht, finde ich wirklich richtig schön. Wobei natürlich klar, die LEDs heutzutage, die sind relativ klein, aber es ist schon eine große Herausforderung. Wenn das Ganze fährt, kann man hier sehr gut sehen, dann bewegen sich auch die Räder vom Unimog, also auch hier schön an das Vorbild gedacht, denn der Antrieb kommt ja letztendlich, wenn der Unimog aufgegleist ist durch seine zusätzlichen Achsen auf die Schiene, der Antrieb kommt durch die Gummiräder, die dann immer noch Kontakt mit dem Gleis haben, beziehungsweise mit der Schienenoberkante und darüber dann die Traktion geben. Und das ist wirklich schon beachtlich, dass auch Fissmann hieran gedacht hat, dass die Räder hier, also die Gummiräder, sich hier bewegen. Hier hinten die Aufbauten, das sind die Vorratsluftbehälter für die eben anberaumte Waggonbremse. Und ansonsten hat man hier hinten noch zwei Schlussleuchten verbaut, die allerdings ohne Funktion. Schluss hat man lediglich nur hier hinten am Niederbordwagen an den Zusatzscheinwerfern. Und hier dann auch nur beim Spitzenlicht leider nur zwei Leuchten. Wir haben die Möglichkeit, den Unimog in zwei verschiedenen Betrieben zu fahren. Einmal im Analogbetrieb. Da haben wir nur bedingt die Funktion zur Verfügung. Da haben wir lediglich den Fahrmodus vorwärts-rückwärts. Die Warnblinkanleuchte ist aktiv. Sound, wo wir die Lautstärke über den CV einstellen können. Und das Licht ist aktiv. Im digitalen Betrieb, was Fissmann übrigens natürlich auch empfiehlt, weil nur da werden alle Funktionen abgerufen, die das Fahrzeug auch kann.
Da haben wir natürlich Vorwärts-Rückwärts-Modus. Die schaltbaren Funktionen sind alle aktiv. Lautstärke einstellbar über CV, wie zum Beispiel die Pfeife. Wir haben Licht, wir haben dann natürlich auch die gesamten Funktionen hier vorne vom Unimog, die wir dann noch digital schalten können. Und das alles natürlich nur im Digitalbetrieb. Zum Schluss die Maße. Wir haben Länge über Puffer 23 cm, die Breite 3,8 und die Höhe 4,8 cm. So viel also zur Theorie. Jetzt zur Praxis. In die freie Wildbahn geht es jetzt und da hören wir ihn uns an und wir schauen, wie er denn so fährt. Viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Am Ende unseres Abenteuers sind wir angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, solltet ihr Interesse an diesem Produkt haben, gerne auch auf unsere Internetseite modellbahnunion.de gehen, da im Internet-Webshop dann die Artikelnummer 2680 eingeben und sich dieses wunderschöne Modell dann nach Hause liefern lassen. Fragen zu diesem und auch zu allen anderen gerne auch unten in die Kommentare stellen oder eine E-Mail direkt an uns stellen. Dann werden wir uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Das war es von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem oder mit anderen Modellen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.